Servus Leute, hier haben wir einen Panasonic CD Player, wo das Laufwerk nicht funktioniert. Er schreibt eben Reading, aber es klappt einfach nicht. Deswegen werden wir jetzt das Ganze aufmachen. Es gibt heute die Möglichkeiten, die ihr machen könnt, ist eben die Linse zu reinigen. Wenn ihr überhaupt keine Geräusche vom Laufwerk hört, kann sein, dass die drei Motoren, was eben das Laufwerk bedienen, vielleicht einfach nur bitten geblieben sind durch eben das lange Nicht-Benutzen. Und die werden wir jetzt mal vorsichtig ansteuern und schauen wir dann, was passiert. Vorsicht jetzt dabei, nicht zu hoch anheben, denn da sind so Kabel auf der Platine, die müsst ihr noch abstecken, was auf dem Deckel drauf sind, für diese Dockingstation. Jetzt könnt ihr den Deckel entfernen. Ja, da unten drunter ist das CD-Laufwerk. Es wird ein bisschen dauern, wir müssen eigentlich alles auseinanderbauen, dass wir dazu kommen. Und man hört einfach überhaupt keinen Mucks vom Laufwerk eben. Der Motor dreht nicht. Der dreht nicht. Schauen wir, dass wir dem CD-Player dazu kommen. Jetzt nehmen wir einfach diesen Stecker ab. Das sieht man jetzt nicht, aber das ist der Stromversorgungsstecker. Dann tun wir eben die Platine jetzt ab. Müssen wir da die Stecker von dieser Platine alle abstecken. Der große auch, der ist nämlich steckt. Macht euch ein paar Markierungen, wie die gehören, weil wenn ihr sie verdreht, dann kann irgendwas kaputt gehen. Jetzt mal die drei Schrauben öffnen. Diese Schraube hier öffnen und auf der anderen Seite auch, aber dazu müssen wir einfach die Platine etwas nach wegschieben, damit wir schön dazu kommen.
So, das Ganze hängt jetzt da, wo meine Finger sind. Das geht da über oben und dann kommt dann das Ganze nach vor. Jetzt ist einmal das Oberteil auch schon weg. Machen wir die zwei Schrauben auf und dann haben wir schon das CD-Laufwerk in der Hand. Da unten sieht man schon drei Motoren und eben die Steuerplatine dazu. Jetzt nehme ich mir so 3,7 Volt Akkus, das sind 18650er, und versuchen wir jetzt einmal die Motoren etwas anzusteuern. Da bewegt sich einmal gar nichts. Der dürfte bicken. Die zwei Schrauben sind nicht so notwendig, sie zu öffnen. Versuchen wir jetzt einmal diesen Motor, das ist dieser dritte Disk. Das dreht sich noch nicht. Dürfte auch bicken. Da tut sich auch noch nichts. Jetzt hat der Motor angefangen, sich zu drehen. Jetzt drehen wir einfach die Pole um und fahren mit dem Motor in die andere Richtung. So, jetzt funktioniert es. So, um die Linse rauszubekommen, müssen wir jetzt auf jeden Fall die Lade öffnen. Das funktioniert eben mit diesem Motor. Dann müssen wir jetzt dieses weiße diesen Hebel eben bewegen. Und dann kommt es raus. Ja, Stecker raus vom Motor und jetzt das Ganze nur nach oben heben. Also einmal beschriften, wie er mal war. Und jetzt einfach nur nach oben heben und er kommt schon heraus. Das ist ein Endschalter, Endpositionsschalter. So, jetzt reinigen wir mal die Linse. Ich nehme so ein Wattestäbchen und ein Glasreiniger.
Ja, mir ist da beim Videomachen etwas entgangen auf jeden Fall. Wie man die Linse wieder einbaut, habe ich nicht gefilmt. Auf jeden Fall in derselben Reihenfolge, wie ich es ausgebaut habe, wieder einbauen. Und wieder mit dem Akku eben die Lade vom CD-Laufwerk wieder schließen. Machen wir die Schrauben zu, die ich eigentlich unnötigerweise abgeschraubt habe. So, jetzt bauen wir mal das Laufwerk ein. Und bauen das Ganze so weit zusammen, dass wir einen Test machen können. Und er liest. Er kennt die CD und er hat schon angefangen zu zählen. Das ist super. Also die Reparatur war erfolgreich. Jetzt können wir das Ganze mal zusammenbauen. Wichtig ist hier die vorderen Füßchen, die haben da so eine Markierung, wo sie halt hineinkommen. Sonst könnt ihr das Ganze nicht nach vorschieben. Darauf achten, dass die Kabel noch draußen sind. Und genau da die Füßchen, könnt ihr jetzt sehen, vorne, dass sie nicht rein wollen. Jetzt sind sie drin. Da, genau in diesen Stift, müssen beide rein. Jetzt tun wir wieder die Platine etwas seitlich verschieben, damit diese Schraube angeschraubt wird. Da ist ziemlich wenig Platz, um irgendwie einen Bitsatz oder irgendwas reinzugeben und zu drehen. Und jetzt das Kabel unter den Rahmen und dann rauf zur Platine. Jetzt die drei Schrauben der Platine anschrauben. Jetzt alle Stecker anstecken. Beim anderen Füßchen die Schraube nicht vergessen, bevor er die andere Platine drauf gibt. Jetzt die vier Schrauben anschrauben. Und die Versorgung, also der Stecker mit dem Strom für die anderen Platinen dazu anstecken.
und einfach mal prüfen alle Stecker, ob sie alle angeschlossen sind. Dann auf der hinteren Wand auch alle Schrauben, die ich auch unnötigerweise abgeschraubt habe, wieder anschrauben. Jetzt den von der Dockingstation eben die Stecker anschließen. Nicht zu viel nach oben ziehen, weil der Stecker nicht, das Kabel nicht allzu lang ist. Da müsst ihr vorsichtig sein. Jetzt oben die Verzahnung hinein. Und die restlichen Schrauben alle anschrauben. Die alle was fehlen. Und ja, wie gesagt, wenn ihr euer CD-Laufwerk überhaupt kein Geräusch macht, dann wird wahrscheinlich eher die Motoren ticken geblieben sein, durch eben zusätzliche Benutzung. Und wenn ihr doch was hört und ihr versucht es immer wieder zu lesen und es funktioniert nicht, dann könnte es sein, dass die in diese Laserlupe verschmutzt ist, diese reinigen. Und wenn ihr Glück habt, dann funktioniert das Teil. Wenn das alles nichts geholfen hat, dann werden ein paar elektronische Teile defekt sein und ja, da fehlt mir auch die Kenntnis. Und das Teil funktioniert. Erfolgreich repariert. Zweite, dritte. Es funktioniert. Perfekt. Ja gut, Leute. Ich hoffe, das Video hilft euch weiter. Wenn ihr Fragen habt, fragt ruhig. Und ja, diese Fragen versuche ich auch so schnell wie möglich zu beantworten. Und ja, viel Spaß mit dem Video und bis zum nächsten Mal. Baba.